Ursaring ist ein Pokémon mit dem Typ Normal, existiert seit der zweiten Spielgeneration, entwickelt sich aus Teddy Ursa und kann sich seit Pokémon-Legenden Arceus wiederum zu Ursaluna weiterentwickeln. Ursaring ist ein großes zweibeiniges und bärenähnliches Pokémon mit überwiegend braunem oder dunkelbraunem Fell. Das Pokémon hat einen eher kleinen Kopf, der seine beige Schnauze und rundliche kleine Ohren und grimmige Augen besitzt. Auf dem Bauch befindet sich ein großes kreisförmiges Muster. Ursaring steht auf kurzen, jedoch kräftigen Beinen, deren Füße mit drei Spritzen Krallen bewaffnet ist, und ihm wächst hinten ein kugelrunder Schwanz. In seiner Shiny-Form verändert sich seine Fellfärbung zu einem hellen Grün. Ursaring nutzt ähnlich wie seine Vorentwicklung zum Großteil Attacken seines Normaltyps wie Schlitzer, Schnarcher und Fuchtler. Auffällig ist die neue Attacke in seinem Movepool mit dem Typ Kampf, nämlich Hammerarm. Eine seiner Fähigkeiten ist Adrenalin, wodurch sein Angriff bei Statusproblem steigt. Durch die Fähigkeit Rasanz wird seine Initiative bei Statusproblemen erhöht und die versteckte Fähigkeit ist Anspannung, die den Gegner durch Stress am Bärenkonsum hindert. Das Pokémon lebt in üppigen Wäldern mit vielen Flüssen und hohen Bäumen, in denen es seine pflanzliche Kost findet. Es ist beständig auf Wanderung durch seine Reviere unterwegs, um Nahrung zu finden, und es hat einen sehr guten Geruchssinn und findet auch tief vergrabenes Futter. Obwohl es gut klettern kann, stößt es mit den Pranken gegen die Bäume und isst die Beeren vom Boden, und zusätzlich findet es aber auch Nahrung in Flüssen in seinen bewohnten Wäldern. Ursaring stellt dabei den mittleren Teil der dreistufigen Entwicklungsreihe dar, wobei es sich aus Teddy Ursa entwickelt und sich seit Pokémon-Legenden Arceus zu Ursaluna weiterentwickeln kann. In den Spielen der Hauptreihe wird die Entwicklung von Teddy Ursa zu Ursaring bei Erreichen von Level 30 ausgelöst und von Ursaring zu Ursaluna durch den Einsatz eines Torfblocks bei Vollmond. Sein Typ verändert sich nicht, dementsprechend verändern sich auch seine Typenschwächen nicht im Vergleich zur Vorentwicklung, dementsprechend ist auch Ursaring immun gegen Geistattacken, nimmt doppelten Schaden gegen Kampfattacken und der Rest macht normalen Schaden.